Plätze. Ja. Zwei Leute haben wir noch, die ins Finale einziehen möchten. Zuallererst einen veritablen Gastro-König aus Basel. Genau, aha, einen wunderbaren Mann. Guckt ihn euch an und haltet euch einfach im Gedächtnis. Der Mann wird demnächst pensioniert. Er ist unglaublich alt und schaut aus wie 15 oder so. Applaus. Mixt einem bösen Longdrink, wenn es sein muss. Applaudiert so laut wie nur könnt für den wunderbaren Micha de Roo! Salut zusammen. Genau, ich bin der, der 53 ist. Scheiss. Ich habe einen Text mitgebracht, einen Auftragstext. Ist eine Parodie auf zwei Bücher und einen Film. Und der heisst Die Verwandlung von Moby Dick. Als Moby Dick am Morgen aus unruhigen Träumen verwacht ist, hat er sich zu einer ungeheuren Riesenkrake verwandelt vorgefunden. Was ist mit mir passiert, hat er gedacht und angewidert seine X-Saugnapfarme angeschaut. Immerhin besser als eine Qualle hat er gefunden, aber gesamthaft gesehen doch Dick beschissen. Wie immer am Morgen hat er zuerst einmal schiffen und mit Schrecken müssen feststellen, als auch sein 1,5 Meter langes Pfiffli verschwunden war. Ein Moby, seine Mama, war schockiert ab der Verwandlung und ist nach einem Fressanfall mit klagendem Wahlgesang im Wasser rumgedümpelt, während der Papa vor allem seine Karriere in Gefahr gesehen hat. Was denken die Wahl bei den Parlamentswahlen, wenn die Presse herausfindet, dass mein Sohn jetzt ein Kraken ist? Es tut mir leid, aber von nun an müssen wir trennte Wege gehen. Ein Moby, sein Bruder, der Toby Dick, wiederum hat die Situation mit intellektueller Kieli analysiert. Deine Verwandlung ist Kafkaesk, hat er gemeint. Du befindest dich zwischen Skylla und Charybdis. Was heisst das in der Sprache von einem normalen Wal? Du steckst fest zwischen zwei Übeln. Auf der einen Seite deine Familie, was sich von dir als Kraken wird entfremden. Auf der anderen Seite der Walschlechter Captain Ahab, der jetzt seinen Erzfeind verloren hat. Aber ich bin doch immer noch der Moby. Wir alle urteilen halt zuerst einmal nach dem Aussehen, hat der Tobi erläutert. Und so das Unterbewusstsein ist so vertraut mit dir als weißer Wal. Du hast als Kraken einfach keine Chance. Viel Glück, Brüderherz. Als der Moby herausgefunden hat, mit welcher Tentakel er seinem Bruder auf Wiedersehen winken konnte, ist er schon weg gewesen. In tiefer Trauer hat der Moby dann oben in einem gesunkenen Piratenschiff einen Rumpfass nach dem anderen in sich hineingestopft, bis er Stock zu auf dem Meeresboden rumgetagelt ist. Dann hat ihn plötzlich der Trotz gepackt und er ist im Suff zum Waljägerschiff vom Captain Ahab geschwommen. Ahab, hat der Moby lallend geschrauen, ich bin der Moby. Der Captain ist an Deck gehumpelt und hat die schreiende Kraken angeschaut. Du liegst, hat er dann gebrüllt. Du bist ein grusige Riesenkraken! Der Moby hat es dermaßen ins Herz getroffen, als er nicht mehr leben wollte. Nein, ich bin der Moby, komm, schieße Harpunen auf mich. Fahr ab, du grusige Riesenkraken, hat der Ahab geheißen. Die vergeht sicher keine Harpunen an dir, die sind alle für meinen Erzfeind, der Moby Dick. Dann hat sich der Ahab umgedreht und ist zurück in seine Kabine. Der Moby ist am Ende zu keiner Bewegung mehr fähig und so ist er langsam am Meeresboden abgesunken, wo er täglich rumgelegen ist, zwischen den Abfallfässern, wo die Menschen achtlos im Meer versenkt haben. Dort, komm endlich, hat der Moby gemurmelt, sonst muss ich es noch selber machen. Wo der Moby den Turbulenzen im Wasser gespürt hat, ist auf einmal der Free Willy vor ihm geschwebt. Free Willy, hat der Moby brummt. Geh doch in deinem Raum als Filmstar baden, aber lass mich in Ruhe, ich bin ein Ausgestoßener. Willi langt, hat er grinsend geantwortet. Free bin ich ja schon. Auf jeden Fall habe ich beim Wahlklatsch aufgeschnappt, was mit dir passiert ist. Ich muss sagen, die Wahlen sind nicht viel besser als Menschen. Aber eins habe ich gelernt, ein guter Freund ist die beste Lebensversicherung. Ich habe keine Freunde mehr. Du kannst mich nennen, wie du willst, Moby, aber ich helfe dir. Ich weiss, wie man sich aus einer beschissenen Situation befreit. Ach, mir ist nicht mehr zu helfen, hat der Moby den Kopf geschüttelt. Schau, hat der Willi geduldig erklärt. Eine Zeit lang kannst du Opfer sein, aber dann ist die Zeit, um das Heft wieder in die Hand zu nehmen. Wenn du schaffst, als Ausgestoßener zurechtzugehen, stell dir vor, was das für eine Stärke bedeutet. Du musst nur wieder an dich glauben. Du bist im Herzen der Moby Dick, der bekannteste Wal auf der Welt. Nach dir hat der Moby grinst. Ja, aber du bist aus der Literatur. Das hat viel mehr Tiefgang als mein Hollywood-Streifen. Du bist eine Legende, Moby. Und dann kennst du auch deine Aufgabe, den Captain Ahab zu besiegen. Willst du von dem Walschlechter wirklich als grusige Riesenkraken beschimpfen lassen? Nimmst du das einfach so hin? Du hast Tentakel, das gibt dir doch viel mehr Möglichkeiten als einem Wal ohne Arm. So hat der Moby mit dem Willi angefangen, seine Tentakel einzusetzen, hat Würgegriff gegeben, Tentakelkantenschläge und fiese Hebelgriff. Nach ein paar Wochen hat der Willi den Moby mit einem breiten Grinsen angeschaut. Wenn ich Arm hätte, würde ich jetzt auf die Schulter klopfen, hat er gesagt.
ich denke, jetzt bist du so weit, deine Koordination stimmt. Du kannst jetzt gleichzeitig mit jeder Tentakel etwas anderes packen, ohne dass die Hirne verrückt spielt. Ein wahres Multitasking-Wunder, fast wie eine Frau. Der Moby hat genickt, er hat gespürt, dass es jetzt so weit gesehen ist, während der Willi dann heimlich alle Wahl, die er kennt hat, ist zusammengetrommelt, ist der Moby losgeschwommen und hat gleich im Ahab sein Schiff im Visier gehabt. Ahab, hat er geschrauen, ich bin wieder da. Der Captain ist am Deck gehumpelt und hat zurückgeschrauen. Nein, du bist wieder der grusige Riesenkragen. Fahr endlich ab, aber jetzt hat der Moby nicht gleich beigegeben und ist ans Schiff geschwommen. Ich bin der, der damals vor Tahiti das Bein abgerissen hat. Wer kann das sonst wissen? Ich bin der Moby. Und dann hat es auch der Ahab gecheckt. Alle Harpunen führen, spießen das grusige Viech auf, hat er zu seiner an Deck stürmenden Mannschaft brüllt. Dann haben sie versucht, auf den Moby zu schiessen, aber der ist viel schneller gewesen mit ein paar Tentakeln, hat das Schiff gehabt, mit den anderen, ein Bewaffneten nach dem anderen von Deck gewischt. Die hunderten Wähler, die im Spektakel beigewohnt haben, haben gejubelt, der Moby hat das Schiff leckgeschlagen, ein Rettungsboot vom Deck genommen, ins Wasser gestellt und den kleinen Schiffbub reingesetzt, damit er nicht für die Verbrechen von den Erwachsenen beissen musste. Dann hat sich der Ahab mit einer Lanze auf den Moby gestürzt und sogar einen Tentakel getroffen, was im Moby aber nicht viel mehr Schmerzen bereitet hat als bei der Akupunktur. Dann hat er einen Tentakel um den Ahab geschlungen, ist ihn triumphierend mit ihm in die Luft. Das Schiff ist langsam abgesoffen, während der Moby mit dem Ahab auf- und abtaucht ist, bis der Walschlechter dann selber in die ewigen Jagdgründe von der Walfänger eingekehrt, das Schiff gesunken und der Meeresspiegel gleich wieder so ruhig war wie vorher. Dann ist der Moby vom Willi abgeholt und zu der jubelnden Menge von Wal geleitet worden, die gefeiert hat, als das schlimmste Walfängerschiff endlich hier. Auch im Moby, seine Familie ist jubelnd umgeschwommen und alle haben sich noch während Wochen eine Reumietung bei ihm entschuldigt für ihr familiäres Versagen. Weisst du, Moby, hat sein Bruder ihm dann noch gesagt, das hast du für Deli nochmal dick gemacht, aber ein Problem gibt es. So hat es der Herman Melville nicht vorgesehen gehabt. Er hat die eindeutig als Wal deklariert. Die Moby hat grinst und sich ein Fässchen rum in den Schnabel geschoben. Das ist das Problem von euch Akademiker, nicht meins. Dankeschön. Auf die Sekunde, 6 Minuten waren das. Euren Applaus für Micha De Ro. Ja, liebe Jury. Was sagt ihr zu Weltliteratur? Wir möchten gerne... Die damals zeitgenössisch war, als er jung war. Das wollte so... Ja, das ist gut. All right. Gut. Also Kafka, da war er schon älter, aber Melville, da war er doch noch jünger. Ja, eben. Genau. Das war so... Genau. Sein Teenager-Befreiungsroman. Genau, wahrscheinlich. Ja, gut. Wir möchten gerne die Noten für Micha sehen bei... 3, 2, 1, jetzt! Von hinten links nach rechts. Wir haben 8,2. Wir haben eine 7,3. Wir haben nochmal eine 8,2. Wir haben aber auch eine 9,5. Und zum Schluss, wer hätte es gedacht, eine 8,2. Das sind 24,6 Punkte. Und euren Applaus für Micha De Ro. Und damit ist er zurzeit auf dem Zitterplatz. Drei Leute haben wir bereits im Finale. Micha De Ro ist auf dem 4. Platz und jetzt kommt noch die...